Hallo, mein Name ist Elena Sandmann und ich studiere an der Freien Universität Berlin den Masterstudiengang Internationale Beziehungen. Dabei werde ich seit Oktober 2018 im Rahmen des Deutschlandstipendiums von der Hermann-Schmidt-Fockenhausen-Stiftung gefördert. Dadurch war es mir unter anderem möglich, ein Auslandssemester an der Sciences Po Paris zu absolvieren, wo ich einerseits meinen Studienschwerpunkt der EU-Politik vertiefen konnte und andererseits natürlich neue Kontakte knüpfen konnte. Und gerade dieser Aspekt des Kontakteknüpfens ist im Deutschlandstipendium besonders präsent. Dafür gibt es Möglichkeiten im Rahmen der Stipendienvergabefeier zu Beginn des Studiums und auch die Hermann-Schmidt-Fockenhausen-Stiftung bietet uns weitere Räume des Vernetzens, zum Beispiel in Form von regelmäßigen Gesprächsabenden, die zurzeit digital stattfinden müssen, oder auch im Rahmen des jährlichen Sommerfests. Auch die Freie Universität Berlin bietet ihren Studierenden spezifische Workshops im Rahmen des Deutschlandstipendiums. Und so konnte ich in einem Workshop zum Bereich Vernetzen und Netzwerken meine eigenen Fähigkeiten im Netzwerken reflektieren und auch aktiv verbessern. Die Förderung ist dabei für die gesamte Studiendauer und auch über die Regelstudienzeit hinaus möglich. Und die Aufnahme in die Förderung ist relativ unkompliziert, da sie nicht von einer spezifischen Fachrichtung abhängt und somit eigentlich für jede und jeden der passende Förderer oder die passende Förderin dabei ist. Das Deutschlandstipendium bedeutet für mich also einerseits finanzielle Unterstützung, mithilfe derer ich zusätzliche Studienprojekte realisieren kann, wie zum Beispiel ein Auslandssemester. Und andererseits steht das Deutschlandstipendium für die Vernetzung zwischen Studierenden und zwischen Studierenden und Förderinnen und Förderern. Und daher gilt an dieser Stelle mein besonderer Dank dem Deutschlandstipendium der Freien Universität Berlin und ganz besonders der Hermann-Schmidt-Fockenhausen-Stiftung. Dankeschön.